Andi, dein Motto ist auch, ne? Warum zum Training zu Fuß gehen, wenn du noch 4 gesunde Reifen hast? Ja, und Hut ab. Manuel Neuer hat eine neue Mütze, ne? Hier vom Baumgart, vom Trainer. Das FC Köln hat er gleich gepostet, der Manu bei Insta, ne? Sah aus wie der Urenkel von Klaus Schlappner. Kann er jetzt mit seiner Kappe die Bälle aus dem Tor fischen? Hätte er immer noch mehr als mein Hermann. Hermann! Gehst du doch mal mit 18 Promille ins Tor, kommst du deinem Rührei vorbei und sagst, sorry Trainer, ich hab meinen Impfpass geschreddert, dann knallt's! Ja, und der Baumgart geht am Wochenende nur noch ins Stadion, um Trikots zu sammeln, ne? Statt Punkte. Der verkauft seine Kappe besser als sich, ne? Damit er den Köln keiner merkt, dass die gerade 5 Dinger gegen die Bayern bekommen haben, ne? Hat er dem Neuer mal sein bestes Stück gegeben, ne? Also hier seine Mütze. Oder wie ich sie nenne, die Kapp der guten Hoffnung. Hier, Baumgart, wir können ja mal tauschen, ne? Haare gegen Kappe. Ja sicher, in meiner Frisur steckt gleichzeitig meine Taktik drin, ne? Vorne Business, hinten Party. Oder umgekehrt, was weiß ich denn. Stefan, spiel doch mal verrückt! Nicht einen Meter nach links! Ich brauche eine Idee aus deinem durchgeknallten Holzkopf! Christian, ist dein Vater Boxer? Ja, das merkt man, weil du schlägst dich hier auf dem Platz genauso schlecht. Ja, und der BVB setzt dem Haaland unter Druck. Ich habe erst gedacht, er kriegt so einen Hochdruckreiniger und muss den BVB-Bus sauber machen. Ja, lieber Druck auf der Blase als Rotz in der Nase. Ja, und denk immer dran, Michael Zorc. Je mehr Druck du machst, ne, HP macht Drucker. Der Haaland ist eh weg, der geht zu Real Madrid. Ne, und der BVB macht Druck, weil sie keinen Plan haben, wen sie verpflichten sollen. Das ist das Problem. Der Haaland, der verträgt so viel Druck wie Obst. Wenn du bei uns die Mannschaftsfahrt organisierst, dann hast du Druck. Das macht unser Patrick. Hat er die Mannschaft gefragt, Männer, was ist mit Saunieren? Der Kevin, ich esse keine Innereien vom Tier. Ne, Patrick, und danach gehen wir zum Griechen, ne? Nach 4 Flaschen Uso, da brichst du fließend Griechisch. Sehr gut, Christian. Den hast du schön abgehängt, wie auf dem Klo, gut abgeschüttelt. Der Januar ist auch so ein Kackmonat, ne? Oder um es in Worten des Bundesligaspielplans zu sagen, Arminia Bielefeld gegen Kräuter Fürth. So ein Spiel, die haben die aktuelle Kulisse verdient. Aber auch unter normalen Bedingungen wären da genauso viele Zuschauer gekommen. Ja, und in Gladbach, da warten auch alle auf den Sommer, ne? Obwohl er gegen Leverkusen 2-mal da war. Ist momentan einfach zu kalt für den Sommer, ne? Im Sommer geht dir halt nichts am Arsch vorbei, weil alles dran kleben bleibt. In Gladbach, da bleiben beim Sommer jetzt schon die Bälle am Handschuh kleben, aber halt noch keine Punkte auf dem Konto. Ferdinand, wenn du keinen Bock hast, hier auf dem Platz zu malochen, dann geh in die Eishalle. Da arbeitest du in Gleitzeit. Ja, international gibt es jetzt auch ein paar News. Ne? FIFA-Präsident Infantino wohnt jetzt in Katar. Wohnsitz verlegt. Natürlich auf eigene Kosten. Ja, sicher. Zur Begrüßung gab es noch eine Uhr. Ne? Eine hat er von Karl Rummenigge noch mitgenommen. Du musst halt bei der eigenen WM-Korruption alleine vor Ort sein, um deine eigene Scheiße halt auch verwalten zu können. Das war vom Infantino wahrscheinlich auch so eine Entscheidung aus dem Bauch heraus. Das ist Kotzen übrigens auch. Und das mache ich, wenn ich diese ganze Scheiße da in Katar sehe. Kevin! Boah, der ist so hohl, kommt letztens in eine Polizeikontrolle. Der Polizist, ach guck mal, der BMW vom Papi, der Kevin. Ach guck mal, der Mercedes vom Staat.